was können jetzt Eltern eben tun, ja, damit ihre Kinder vielleicht nicht ganz so tief diesen Schmerz empfinden, wie du ihn vielleicht noch erlebt hast in deiner Generation. Das wären jetzt so Fragen, die sich für mich da so anschließen würden. Ja, also wie gesagt nochmal, um auf das Märchen zurückzukommen. Also ich denke schon, dass es auch wirklich, was du so gesagt hast, mit Thema Entfremdung, Bindung auch zu tun hat, weil natürlich ich komme aus einer ganz, ganz anderen Generation. Meine Eltern sind wirklich auch, haben den Krieg noch miterlebt. Meine Mutter ist aus Ostpreußen geflüchtet und das war eine ganz dramatische Geschichte. Und da hängen sicherlich auch irgendwie Traumata dran, die weitergegeben wurden, Ängste, die vielleicht auch weitergegeben wurden. Aber es ist auch eine Generation gewesen, da gab es einfach dieses Gefühlvolle nicht. Also wenn ich mich noch daran erinnere, wenn meine Mutter mal erzählt hat, dass es wirklich noch so ein Erziehungsmethoden waren, das Kind bekommt etwas zu trinken und muss dann wirklich 4 Stunden Pause haben. Und wenn es schreit, dann schreit es halt. Und da denke ich immer heute, mein Gott, was hat das letztendlich auch mit mir gemacht? Und wie viel Arbeit war das, das zu heilen? Und die jungen Frauen, die Mütter heute, die haben eine ganz andere Ausgangsposition. Aber trotzdem merke ich so diese Unsicherheit, diese Hilflosigkeit, weil ich habe auch eine Facebook-Gruppe, also Mütter stärken ihre hochsensiblen Kinder, und da habe ich 3 Eingangsfragen. Und da bin ich manchmal so berührt auch, was die Mütter da reinschreiben. Also es ist eine reine Frauen-Mütter-Gruppe. Es soll jetzt nicht irgendwie diskriminierend sein, aber ich habe diesen Space geschaffen für die Frauen. Und dass es immer wieder darum geht, wie groß auch der Druck der Gesellschaft ist, wie auch groß der Druck innerhalb der Familie ist, ne? Dass eben halt Oma, Opa oder der eigene Partner dann sagt, du erziehst dein Kind nicht richtig, du musst es mal härter anfassen, aus dem Kind kann ja nichts werden. Das sind teilweise Dramen, die sich da abspielen. Und da versuche ich wirklich auch den Müttern einfach Impulse zu geben, weil letztendlich ist es so, diese ganzen Botschaften, stell dich nicht so an, du bist so empfindsam, du bist eine Heulsuse. Die Worte haben eine so enorme Auswirkung. Es heißt immer, ein Trauma zu erfahren, da stellen sich ganz viele etwas ganz Großes vor. Aber bei sehr sensiblen Menschen, da kann ein Wort wirklich so eine tiefe Verletzung verursachen, dass sich das so einprägt, dass man als Erwachsener einfach noch diese schwere Last mit sich rumschleppt. Und wenn natürlich ein Kind so etwas immer hört, dann ist es ganz klar, dass zum einen das Kind seine eigene Wahrnehmung, seine Gefühle in Frage stellt. Dann fühlt das Kind sich natürlich total falsch, weil die anderen ja anders reagieren. Und es fragt sich ganz oft, warum fühle ich denn so intensiv? Und es beginnt natürlich logischerweise die eigenen Gefühle runterzudrücken, um sie nicht selber spüren zu müssen, wahrnehmen zu müssen. Und dann können sich parallel eben halt noch zu diesen ganzen Botschaften auch wirklich enorme Schuld- und Schamgefühle entwickeln, was wiederum zur Folge hat, das ist so eine ganze, ganze Spirale, die da in Gang kommt, dass das Kind ganz große Selbstzweifel entwickelt, Selbstwertgefühle, gar nicht in der Lage ist, zum Beispiel auch Selbstliebe zu entwickeln. Das, was du ja auch, Silvia, in deinem tollen Buch so aufgegriffen hast, das hätte ich mir als junges Mädchen, junge Frau gewünscht. Und das ist etwas, wo ich denke, da müssen wir die Kinder unterstützen. Da kann ich aber auch gleich noch was sagen. Ich möchte mal eben diese Spirale nochmal vollenden. Also ein mangelndes Selbstwertgefühl. Und dann entsteht bei den Kindern immer mehr Unsicherheit, Ängste, Hemmungen. Und man weiß ja auch, dass Ängste machen letztendlich eng, eben halt auch auf der Ebene, dass der Körper reagiert, dass der Körper unter Anspannung gerät, dass vermehrt Stresshormone ausgeschüttet werden. Da meine ich natürlich den langfristig bösen Stress, so wie ich das immer meinen Kindern vermittle. Und das führt natürlich auch zu einer emotionalen Verpanzerung und also auch körperlichen Verpanzerung. Und wenn ich sage immer, diese Erregungsenergie nicht aus dem Körper, diese Anspannung wieder rauskommt, dann erfährt das Kind einfach ganz großes Leid. Und das habe ich jetzt so ganz drastisch auch mal erklärt, aber das ist einfach diese Spirale, die sich aufbaut, die sich so vergrößert.
Und da ist es mein Ansatz, eben halt den Müttern zu sagen, hört auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr das Gefühl habt, euer Kind braucht das, dann gebt das dem Kind, ohne Rücksicht, was Oma, Opa oder der Partner auch sagen. Und für mich ist es wichtig, dass Kinder ganz, ganz früh schon lernen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, sich als richtig anzunehmen. Und der Gerald Hüther, der hat zum Beispiel auf einem meiner Bücher, da durfte ich sein Zitat abdrucken, dass es eben wichtig ist, Kinder zu unterstützen und ihnen zu vermitteln, dass sie bedeutsam und wichtig sind, so wie sie sind. Und das ist so ganz tief meine Message. Und ich versuche, die Kinder wirklich schon an der Basis auch zu stärken, mit ihnen die eigenen Schätze zu entdecken, das Selbstwertgefühl, aber auch, dass sie an ihre Gefühle rankommen. Das ist ganz schwer, aber Kinder können das wirklich schon so ab 6, 7 Jahren, können die das schon wahrnehmen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie intensiv Kinder wahrnehmen können und was sie ausdrücken können. Und was ich so als schwer erlebt habe, meine eigenen Gefühle wahrzunehmen, sie zu definieren, weil ich mich immer falsch gefühlt habe, ist es mein Ansatz, dass ich mit dieser Figur, das ist der Amigo, das ist so der Kinderheld aus 3 oder 4 Büchern für Kinder, der den Kindern einfach aus seinem Leben erzählt und sie mitnimmt. Und das Kind, wenn Mama und Papa oder nur das Kind, wenn es schon selbst lesen kann, dieses Buch liest, zum Beispiel Ich bin, wie ich bin, genial und total normal, dass es sagt, Mensch, ich bin ja genauso wie Amigo. Ich mag ja diese Gerüche auch nicht. Ich mag nicht, wenn man grob miteinander umgeht. Ich mag dies und das nicht. Und dann versteht das Kind eigentlich, dass es einfach wirklich normal in seiner Empfindung ist. Und das finde ich so ganz wichtig auch. Und für Mütter, weil das größte Problem der Mütter ist eben halt wahrscheinlich auch aus dieser Spirale, die ich eben benannt habe, dass hochsensible Kinder von einer Sekunde auf die andere Sekunde wirklich, die wandeln auf so einen schmalen Grat, eben lachen sie noch und dann brechen sie emotional zusammen, sie weinen, sie kriegen Wutanfälle. Und da an der richtigen Stelle wirklich co-zu-regulieren, für das Kind da zu sein. Also nicht am Problem arbeiten, Mensch, du hast dich ja dumm benommen, sondern erstmal so auf der emotionalen Ebene das Kind so zu begleiten. Und für mich ist immer noch so ein Satz hängen geblieben, Silvia, aus deinem wirklich wundervollen Buch, deinem ersten Hochsensibilitätsbuch, wo du geschrieben hast, ich durfte das ja auch schon diese eine Stelle oft zitieren, dass wenn man hochsensible Kinder, wenn man sie mit Druck erzieht, dass sie sich verweigern, dass sie einfach dicht machen. Und das finde ich so wichtig, dass den Zuschauern und Zuschauerinnen, den Müttern und Vätern, die das Interview anschauen, das so mit auf den Weg zu geben. Du siehst, Silvia, ich könnte stundenlang weiterreden. Das ist so mein Herzensthema.